kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Kraft. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit. Westgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Das verlorene Grab. Okay, ja, fängt ja ruhig an, das Ganze. Sie ist mal wieder verletzt, irgendwo dagegen geknallt und runtergeklatscht. Diesmal nicht am Bauch, sondern am Kopf. Kriegt halt irgendwie es nicht hin. Ich frage mich, wie oft sie das benutzen wollen, dass sie irgendwo eine Klippe runterrutscht, ihren Haken rausholt und ganz am Schluss sich festhaken kann. Das ist schon das dritte Mal. Auch wieder eine sehr geile Aus... Was war das eben? Okay, eine Explosion. Was ich mich nur frage, was ich nicht so ganz verstehe, so mit der ganzen Vorgeschichte... Wann sie denn so den Butler bekommt und wann sie dazu dieser Lady wird. Ich meine, im Moment ist sie ja so ein bisschen mehr der Indiana Jones als die Lara Croft. Erstmal gut den Kopf angeschlagen. Das finde ich natürlich sehr cool am Anfang. Oh, schicke Aussicht. Im Eis angefangen. Ich meine, gut, das sind jetzt ja auch wieder Berge und so. Aber diesmal Wüste. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Ich finde, sie sieht mal wieder ein bisschen anders aus. Ein bisschen komisch. Wie gesagt, also die erinnert mich unglaublich stark an die von Beyond Two Souls. Diese Schauspielerin. Ich komme aber nicht auf den Namen. Und die Haare sind wieder sehr struppig irgendwie vorne. Ach, und auf einmal kann sie rennen. Und sie hält sich wieder die Seite. Das sieht ein bisschen fertig aus. Aber gut, sie blutet halt auch am Kopf und so, ne? Mir das fast besser gefällt als das im Schnee. Vielleicht weil es so typisch Tomb Raider ist. Und jetzt? Chlor mit einer Hand festhalten. Na gut, die muss ja nicht viel Kilo festhalten, aber. Steuern gehen, gehen Sie, um sich vorsichtiger zu bewegen. Hier Abdrücke? Nee, schade. Ach so, sie sagt einfach nur, irgendwas ist hier. Jetzt kommt nicht mehr ein Blüm und wir haben was entdeckt. Könnte es das wirklich sein? Kommt reingerollt. Ah, cool, jetzt haben wir Knicklichter. Das ist nur die Frage, wo sie die versteckt.
Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Ned hatte recht. Wie oft sie das feststellt. Das verlorene Grab. Erkunden Sie die Wandgemäldekammer. Wie oft sie feststellt, dass ihr Vater recht hatte. Ich frage mich, wann sie denn dann irgendwann mal, ja, dann. Wenn sie. Ach, Überlebensinstinkt. Mal so weit ist, dass sie ihrem Vater auch vertraut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie stolpert immer nur so in die ganzen Gräber und findet dann irgendwas, anstatt dass sie das wirklich findet. So, kann man hier was machen? Drücken Sie E zum Interagieren. Hm, kann ich übersetzen? Bringen Sie Lars Übersetzungszeichen psychisch auf Stufe 1. Kann es nicht genau erkennen. What? Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Wandgemälde. Lesen Sie Wandinschriften, um Ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Ja, cool. Und die hat natürlich wieder überall Kratzer. Halbe Stunde unterwegs, sie blutet, ist schmutzig und ist schon völlig zerkratzt. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Ach, das finde ich auch richtig cool, dass man jetzt so das ganze Zeug angucken muss. Spiel speichern? Ach so, süß da. Ich spiele es auf normal. Also nicht ganz leicht, aber so eins, wo es so ausgeglichen ist. Das andere war mir ein bisschen, glaube ich, zu schwer. Ich weiß nicht, auf ganz schwer kann man auch nur am Lagerfeuer speichern. Fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich wollte ja Optionen. Ich wollte das mal ein bisschen leiser machen. Das auch. Dass man sie ein bisschen mehr hört. Sprachchat immer ein. Nee. Genau. Das finde ich ja cool, wenn man jetzt noch richtig Rätsel lösen müsste. Bis jetzt bin ich ja schon wieder sehr begeistert von dem Spiel. Bis auf ein paar Sachen, so mit der Geschichte und den Haaren. Und dass sie schon wieder so schmutzig ist, aber gut. Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Herznotizen erwähnen das auch. Monolithe, übersetzen Sie den Monolithen. Okay, Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Griechisch der Stufe 1 übersetzen. Steht nur leider nicht da, ob das Stufe 1 oder 2 ist. Also zum normalen jetzt. Ah, hier geht's weiter. Oh, so viel zu entdecken. Und so schön alles. Was noch cool wäre, wäre so ein Tagebuch wie bei Nathan irgendwas von Uncharted. Wenn man da so nachgucken muss und Dinge rausfindet. Hm, mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Für die Karte Tabulator drücken. Ja gut, du kannst mehr Griechisch als ich. Spielerwegweiser. Markieren Sie ein beliebiges Kartenobjekt mit einer mit einem Spiel. Bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt werden Spielerwegweiser auf als Blaulichtkegel angezeigt. Okay. Gut. Das heißt, das haben wir alles schon entdeckt. Wandgemälde. Was war das? Münzversteck. Ach so, und da müssen wir hin. Ach krass, was es hier schon wieder alles gibt. Syrien. Hier liegt der 60. Alles klar. Wieder jede Menge Ressourcen, die wir sammeln können. Technikteile, Bärenfell. Ja, gut, okay. Warum auch immer. Wir werden versuchen, es zu sammeln. Missionen und Herausforderungen. Okay. Wie mache ich mir Wegweiser? Wir gucken mal. So. Drücken Sie zum Interagieren E.
Alte Münzen. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Und bei wem? Aber wieso hat die das einfach so jetzt entdeckt? Und von wo bin ich denn jetzt eigentlich gekommen? Ich glaube aus der Höhle, kann das sein? Ne, aus der Höhle hier. Von hier müsste ich gekommen sein. Genau, von hier sind wir gekommen. Oh, ich kann rennen, ich bin begeistert. Ja, gutes Nachkampf. Halt, stopp. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Zur Oase? Ein geheimer Eingang. Naja, ob der so geheim ist. Wenn du eine Kamera mit hättest, könntest du Beweisfotos machen. Das sieht alles so cool aus hier schon wieder. Q1-Ziele, Wegweiser. Da drüben sollen wir hin. Sie kriegt auch wieder den Mund nicht zu. Springen sie an der Wand. An die Wand und klettern sie mit Leer. Hä? Hellen sie im Sprung an Wandflächen hinauf. Okay. Ja, locker easy, ne? Und dann halt wieder hier so. Geht ja auch nur ein bisschen nach unten. Oh nein. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Mit Helikopter wäre es natürlich einfacher gewesen. Ja klar. Und wie immer macht sie alles kaputt. Aha, da hängt ein Licht. Dann ist das wahrscheinlich gar kein Knicklicht. Kein richtiges. Die kann man ja meistens nur einmal benutzen. Nein, nein! Und wir sind tot. Ich wollte doch, dass sie nach oben springt. Ach so, muss ich gar nicht springen drücken. Okay. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten. Und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ach, das ist jetzt mit C. Das ist ja doof. Was ist Steuerung? Nix. Oder das Licht leuchtet die ganze Zeit. Ey, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich hier rüberspringe. Aber ich denke mal nicht, dass ich das schaffe. Ach so. Ich finde das verwirrend, dass auf einmal kommt eine Zwischensequenz, man braucht nichts mehr machen und auf einmal ist es wieder das Spiel und man muss was machen. Vorhin noch nicht da. Jetzt werden immer mehr.
Also ich meinte jetzt eigentlich die Skelette, aber die Skorpione auch irgendwie. Na, geh doch weiter. Passiert bestimmt nichts. Das Grab des Propheten. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. So, was haben wir denn hier? Milde Gabe, suchen Sie in kleinen orangefarbenen Behälter nach Belohnungen und verschwinden die einfach. Ist hier noch mehr? Ist hier noch was? Oh! Alter. Rechte Maus und Zielen zum Zielen. Das war echt knapp. Linke Maus schießen, schießen sie auf die Struktur schon. Ja, hat mich auch gar nicht erschreckt. Nein, stopp, du musst nochmal zurück. Ich denke mal, da passiert irgendwas und dann ist es einfach nur eine Zwischensequenz zum Ortwechsel. Achso, das ist nur die, das hier. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Auch alles festgehalten. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Eine alte Nachricht vom Oberhaupt des Trinity-Ordens. Sie sind dem Propheten und seinen Anhängern hierher gefolgt. Na, kann man diesmal nicht drehen. Das finde ich aber so klasse. Ihm vertrauen sie nicht, aber dass er vielleicht einfach ein anderer Prophet ist. Oder jemand anders. Was? Was war das jetzt? So, kann ich auch so durchhuschen? Nee, geht nicht. Da brauchst du extra ihre Zwischensequenz. Falsch. Was hinter mir? Nix. Sie sprengen sich den Weg frei. Wollte ich gerade sagen, die ballern hier Löcher rein. Aha, da läuft schon Wasser rein. Die Wand scheint brüchig. Ja, falscher Knopf. Na, erstmal die Haare richten. Sie können sich ja ein bisschen waschen. Ich meine, das Wasser ist jetzt nicht wirklich sauber. Kann man tauchen? Nee, scheinbar nicht. Ich will noch nicht schwimmen. In diesem ekligen Wasser. Wobei, mit den ganzen Leichen nicht. Achso, Moment. Nee, kommen wir gar nicht mehr hin. Schade. Ich dachte, vielleicht können wir durch das Loch nochmal und da gucken, was es da so gibt. Mit den ganzen Leichen in dem Wasser ist bestimmt auch nicht so gesund. Ist hier irgendwas? Nee. Das ist wenigstens mal ein richtiges Grab. Schnell zu schwimmen und Schalter drücken. Drück halt.
Aber die wird nicht sauber, ne? Hauptsache die Haare sitzen. Unglaublich. Joa, sieht schon echt nice aus. Erstmal gucken, was sagt denn unser Instinkt? Der sagt nichts. Ach da, okay. Ja, wir sind ja gerade das Propheten. Sind ja eben schon nicht ersoffen, also machen wir noch ein Dings auf, damit noch mehr Wasser hier reinkommt. Wir gucken uns erstmal hier unten um, ob hier nicht irgendwas ist. Moment, habe ich noch was gesehen, oder? Nee, habe ich mich wohl getäuscht. Schneller schwimmen, umschalten. Ja, ja, aber kann ich irgendwie tauchen? Nee, scheinbar nicht. Man kann auch langsam schwimmen. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Vielleicht.